Und danach, oh mein Gott, ich treffe meine Freundin. Wir freuen uns total auf die Familie. Total. Hallo zusammen, ich grüße euch. Für uns geht es heute nach Dortmund und wir freuen uns alle richtig. Bevor wir aber losfahren, möchte ich das Haus so nicht hinterlassen, wie es gerade aussieht. Hier ist total Unordnung und hier muss gestaubsaugt werden, ganz, ganz dringend. Auch hier, ne? Wie sieht es in der Küche aus? Ja, da muss man auch. Ist jetzt nicht so krass. Aber das muss man. Und der Dach, der fängt da auch überall jetzt an zu, nicht zu krabbeln. Krabbeln tut der schon länger, aber sich auch überall hochziehen und ja. Oh, Dani. Hast du dich verschluckt? Ja. War nämlich gerade am Schlafen. Ja, ich besser in dem Auto schläft, aber ja. Ne? So, Carlitos, dann, wie teilen wir uns auf? Carlos wollte unbedingt das Auto so machen. Ich habe mich gefragt, ob sich das lohnt vorher oder vielleicht sogar nachher. Aber du bist ja meinen vorher und nachher. Ja, muss ja eh immer wieder machen. Carlitos hat einen neuen Staubsauger. Einen pinken Staubsauger. Möchte ihr unbedingt testen. Grinst. Carlos liebt Pink, Glitzer und Einhörner. Denkt sich, warum? Wahrscheinlich, warum sagt die Mary das jedes Mal? Die Melina, die sagt das immer. Weil der Carlitos die, wie heißen die, Fruchtgummis von Cartier so gerne mag. Und das sind ja Einhörner, ne? Einhörner und Regenbogen. Einhörner sind die Besten. Einhörner sind die Besten. Die gibt es ja mit einmal in sauer und einmal ohne. Ja, aber nur die Einhörner. Gibt es nicht andere Motive? Nee. Er liebt die Einhörner. Ja, bei dem einen sind noch so Regenbogen und sowas, ne? Ja, das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Die sind da drin. Meinst, ja, ich meine, ganz andere Packungen mit anderem Mut. Also ja, vielleicht gibt es irgendwas, aber nicht in diesem Geschmack, ne? Ja, die Einhörner sind die besten. Gut. Dann räume ich hier auf, weil die Großen, die sind unten. Die Lu mag mir bestimmt helfen und der Daru, der schläft. Hier muss ich auch Staub sorgen, aber vielleicht erst dann später. Was? Oben meinst du? Was denn? Die Großen? Die Großen sind oben, habe ich unten gesagt? Unten, wir haben keinen Keller. Wir sind oben am Spielen. Du möchtest auch, oh nee, du könntest gleich kurz hoch, ja? Wir räumen zusammen hier auf, wenn du möchtest. Gut, ich komme mal gleich vorbeischauen. Und ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Hilfst du mir, Luisa? Ja? Hilfst du mir? Und dann fahren wir nach Dortmund. Dann sehen wir die Oma. Und Mama freut sich. Ich fahre nämlich zu meiner Freundin. Und ich freue mich übelst. Ich treffe mich mit meiner Freundin. Ich treffe mich. Und ach, ich habe für meine Freundin ganz viele Sachen gemacht. Ja, für die Kinder. Ich habe ganz viele Weihnachtsgeschenke. Und ich bin fast fertig geworden. Ich muss das gleich nochmal. Wir müssen nämlich gleich los, denn wir sind zum Essen eingeladen. Und ich wollte noch vorher noch mit Carlitos woanders hin. Ja, das muss noch hier stehen. Das muss ich noch einpacken, ne? Das hat die Mama gekauft. Das muss ich noch einpacken. Komm, hilfst du mir? Dann räumen wir jetzt auf. Ja? Und danach machen wir uns gleich noch fertig. Ja, Ordnung ist ein bisschen anders. Warte mal, Luisa. Wir lassen das jetzt so. Da müssen wir uns aber was anderes überlegen. Denn wir haben ja drüben noch ein Gast. Nee, das machen wir jetzt nicht, Schatz. Wir müssen uns gleich noch hübsch anziehen. Guck mal, du hast noch ein paar Pyjama. Wieso hast du die Schuhe von Melina an? Guck mal, hier sind deine. Du hast so süße Schuhe. Guck mal. Nee. Hallo. Nee, die magst du lieber? Nee. Okay, ja, ist nicht schlimm, Schatz. Aber wir müssen mal umziehen. Guck mal, ist auch schmutzig. Wir müssen die Wäsche machen, ne? Die müssen wir wegräumen. Mama, guck. Ja, schmutzig. Die hat so eine süße Tasche von der Oma geschenkt bekommen. Pipi. Die mag sie. Ich finde, man sieht dann so aus wie so eine süße alte Oma. Meine Lu. So. Dann räume ich mal weiter. Gucken wir mal, wie weit der Carlitos ist. Wir haben sehr viel geschafft. Hey, Luisa, pass auf. Carlitos.
Ja, von den Meerschweinchen noch, ne? Ich hatte ja Raffaello war mit ihm. Was ist das denn? Wie cool ist das denn? Du kannst dir einstellen, so. Mitten, ja. Langsam. Ach krass, das muss ich gleich mal testen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht. Das ist die Zeit, wie lange der noch hat. Ach cool. Das ist cool gemacht. Ach cool. Ja. Und, funktioniert gut? Ja, so. Gut. Aha. Was? Will ich auch mal gleich testen oder ist das nur fürs Auto? Nee, den kannst du auch sehen. Der ist ja auch noch ein. Ja, genau, den hatte ich gesehen. Dann teste ich gleich auch mal. Also richtig interessant. Dann teste ich den mal, weil der Carlos hat den jetzt gekauft für das Auto, also nur fürs Auto. Wir hatten ja vorher einen weißen, der sah eigentlich fast genauso aus. Und der ist aber für die Schweine, der ist jetzt drüben im Garagennebenraum. Ja, das benutzen wir dann für die Meerschweinchen. Was wollte ich denn jetzt tun, Schatz? Ach so, hier, wie cool. Nee, da erzählt der Carlitos, oh Gott, erzählt der Carlos euch bestimmt noch ein bisschen was gleich dazu. Schaut mal, was ist das bitte für eine krasse Farbe? Oh mein Gott, die Melina wird es lieben. Die tut übrigens auch sehr gerne Staubsaugen. Du auch, ne? Der Papa ist draußen. Also, krasse Farbe. Also, ich finde die ja genial. Wow, wirklich wow. Also, ne, Carlitos erzählt euch bestimmt gleich noch ein bisschen was dazu, bevor wir uns gleich fertig machen. Hey, Luisa, weg. Moment. Und? Du kannst da oben einstellen auf dem Display, wie viel, ne? Wenn du nach rechts drückst, ist schneller. Genau, ja. Krass. Kannst du aber nochmal, dann ist es noch härter. Boah, ist aber stark. Boah, ja. Was für eine Saugkraft. Das ist die mittlere Stufe. Ja. Drück mal nochmal, dann ist es sogar noch. Und das ist so rot, ne? Ja, das braucht man, ich glaube, das ist mehr für Teppich oder so, ne? Der ist wenn so angenehm Teppich. In der Bewegung hier. Guck mal. Stell mal wieder auf normal. Hä? Auf normal. Reicht ja. Ich glaube, normal ist für normalen Boden und wenn du ganz feste, dann ist für, wenn es richtig schmutzig oder Teppich und sowas, weißt du? Okay. Damit man schön. Dann machst du ein bisschen weiter, ne? Also, was man erlebt, das macht wirklich sehr viel Spaß. Aber es erinnert mich sehr an den Weißen, ne? Ihr erinnert euch auch, der war weiß-orange, ne? Genau, aber die Farbe, die ist ja. Speziell, ne? Ja, genial. Dieser Display, ich war echt überrascht. Also, ich glaube, Carlitos ist jetzt, Staubsauger, Fan. So, ich drehe mal die Kamera, dann kann der Carlitos ein bisschen erzählen, bevor ich mich gleich fertig mache. Denn, wie gesagt, ich freue mich schon, ich bin so aufgeregt und ich will mich einfach fertig machen und gleich losfahren. So, Carlitos. Genau, das ist hier der Lou Blue Lou. Ich finde den Namen geil. Cordless Vacuum Cleaner Mate 40 ist das Modell. Mhm. Also die haben eine eigene Webseite, die verlinken wir auch, wo man den bestellen kann oder auch andere Modelle. Aber jetzt geht es hier wirklich um diesen Mate 40. Ja. Den wir hier präsentiert haben. Ich finde auch cool an der Kiste, dass hier wirklich so genau beschrieben ist, wie man den sauber macht, wie man den installiert und das alles. Also Mädels, kurz, ich habe noch nichts gesehen. Carlitos hat sich damit beschäftigt. Ja. Und ja, ich ist alles dabei, wie bei dem Rest ja, auch. Ja, ne? Stangen und Filter und Kabel, die brauche ich man jetzt nicht hier. Ein ganzes Unboxing drehen, wenn ihr Interesse was habt. Was wichtig zu sagen, was der ist hat... Was denn? Sind auch nochmal Stangenverlängerung. Ah, Verlängerung? Okay, was ist eine andere Farbe? Oder zum Wechseln, wenn man nicht mehr pink sehen kann? Auf jeden Fall, der hat 50 Minuten Laufzeit. Das heißt, bis zu 50 Minuten Laufzeit hat er. Und das wird auch angezeigt, wie viel Minuten er noch hat. Das ist ja schön. Du weißt also wirklich, oh, ich habe nur noch 5 Minuten oder was, ja, jetzt müssen wir laden. Ne? Das finde ich gut, und der hat einen starken Akku damit auch, ne? Weil 50 Minuten sind schon recht lang für solche Staubsauger. Wir haben auch welche gehabt, die haben vielleicht 20 Minuten alle. Aber die haben dann auch richtig Power, ne? Ja, genau. Ja. Oh, warte mal. Halt dran, ne? Genau, das ist der Staubsauger. Also ich muss sagen, jetzt sieht der echt super aus. Ja, auch super sieht der auf auch jeden Fall aus. Auch vom Design schon auf jeden Fall hochwertig. Ne? Sind denn echt mega cool. Hier sind die ganzen Köpfe. Das hat der Carlos jetzt sauber gemacht. Ja. Ja. Auch hier der Akku, den kannst du auch abmachen, ne, zum Laden. Ja. Warte mal. Ja, den ziehst du hier so raus. Oder auch nicht. So. Ja, okay. Ist das schwer? Geht schon. Ja, so wie die anderen, ne? Ja, so ungefähr. Und hier kannst du dann hier die das Farbe Kabel. Ist echt schön. Du kannst ihn aber auch hier drin lassen. Das ist so pink, violett, ja, so violett lila.
total hübsch. Und du kannst die Teile ja auch alle, oh, guck mal, sieht man Müll. Kannst alles abmachen. Hier, wenn du hier draufklickst, dann... Das jetzt vom Auto. Ja, wenn du hier draufklickst, dann fällt das genau, wie beim anderen. Ja, aber du kannst doch diesen ganzen, dieses ganze Ding abmachen, das alles säubern. Finde ich richtig gut. Du siehst ja hier, das ist hier gelockt. Ja, ja, richtig cool. Super. Können wir den jetzt... Hast du super vorgestellt, Raffi. Ich habe alles verstanden. Ja, dann machen wir uns mal... Und der ist jetzt nur fürs Auto, sagtest du, oder wofür hast du ihn jetzt... Ja, fürs Auto und mehr so im Garagenraum und sowas, ne? Weil der andere ist ja jetzt für die Tierchen, ne, der Weiße. Oder auch für oben, müssen wir mal gucken, wo wir den... Oder willst du den Weißen lieber haben und der für die Tierchen? Nee, ne? Nee, für die Tierchen, glaube ich, ist der Weiße schon ganz gut. Der ist ja jetzt auch schon da benutzt und so. Ja, stimmt, stimmt. Machen wir das lieber so. Okay. Gut, dann bringe ich das mal hier alles wieder weg. Ja, ich danke dir. Na, wisst ihr Bescheid, Mädels, falls ihr einen Staubsauger sucht. Also Carlitos empfiehlt den. Und ich habe den auch getestet. Also ich finde den wirklich ganz gut. Es hat sogar Spaß gemacht, damit sich staubsaugen. Das finde ich auch cool. Ich habe mir schon gemerkt, grün ist leicht, dann kommt blau mittel und rot ist richtig Turbo. Ich habe gemerkt im Auto, dass der, wenn er merkt, dass er das nicht schafft, den leichten, dann stellt er automatisch hoch. Ach das gut. Hat er wirklich gemacht. Echt? Von alleine dann? Ja, wenn er merkt, okay, der braucht jetzt mehr Power? Ja, ja. Krass, wie kann er das denn merken? Ja, er hat gemerkt, dass der irgendwie nicht einsaugen kann. Aber auch so genauso auch andersrum? Wenn er merkt, er braucht diese Power nicht, stellt er auch wieder runter? Nee, okay. Das macht er, glaube ich, nicht, weil du machst es ja manuell, dann denkt er, du willst es so, weißt du? Ja, okay, gut. Ja. Dann machen wir uns mal fertig. Ja, fertig machen. Ich freue mich, wir machen uns jetzt fertig. Rufst du die Kinder runter? Ja. Genau, Kleidung steht schon bereit. Dann mache ich nämlich Luisa und Dario noch. Und ich freue mich, oh mein Gott, ich freue mich. Ich melde mich aber gleich nochmal bei euch, sobald ich meine Klamotten rausgesucht habe. Ich ziehe nichts Besonderes an. Hauptsache, ja, bequem. Ich habe mir doch überlegt, vielleicht, also, was heißt nichts Besonderes? Vielleicht ein Kleidchen? Ich frage mal den Carlos. Was hältst du von dem hier? Ja, mit einer Leggings. Eine Leggings. Ich ziehe ja die Stiefel an, deswegen vielleicht eine schwarze Leggings. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke jetzt gleich mal. Genau, weil wir gehen ja essen ins Restaurant. Chinesisch und... Also vorher? Ja. Ja, nee, die ziehe ich nicht an. Und nachdem wir essen waren, treffe ich mich mit meiner Freundin. Die ist, die kommt nicht aus Dortmund. Von weitem weg, würde ich jetzt mal so behaupten. Und wir treffen uns beide dort. Ja, der Carlos, der hat ja damals da gelebt. Und der Mann von meiner Freundin, der ist auch, der hat auch damals da gelebt. So. Und wir gehen dann zusammen auf die Innenstadt. Und vielleicht gehen wir da mal eine heiße Schokolade trinken. Und ich habe noch eine Überraschung für sie. Das erzähle ich euch noch, ja? Wenn wir dann vor Ort sind. Ich darf nur nichts mit vergessen. Ich nehme nämlich einen Bilderrahmen mit. Und es hat was mit dem Bild zu tun, was aber noch gemacht werden muss. Und ich hoffe, dass das Ganze so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte einfach nur für diesen Moment, wo ich ihr das überreiche, dann heute, das zeige ich euch, das filme ich. Ich möchte, dass sie einfach nochmal bewusster wird, oder in dem Moment bewusst ist, dass es einfach eine tolle Freundschaft ist. Dafür müssen wir vorher noch zu DM oder Rossmann. Mädels, ich bin ready. Schon mit Jacke an und alles. Dario auch. Ja, Carlitos setzt gerade die Kinder rein. Ich gucke gerade, dass wir nichts vergessen. Wollt ihr noch ein paar Sachen mitnehmen? Ja? Ja. Gucken hier, die Ecke, ob alles weg ist. Das muss noch mit, genau, das wollte ich noch mitnehmen. Und sonst Smartphone. So. Ja, mein Schatz. Müsst ihr noch Pipi? Du warst schon sehr gut. Der Giano, der Dario setzt sich da rein, ne? So, Mädels, ich würde sagen, wir fahren los. Wir haben ja doch ein Stück vor uns. Wir fahren, ich sag mal, von der Zeit her 1,5 Stunden. Genau. Und ich freue mich so auf meine Freundin. Ich freue mich so sehr. Sie kommt nämlich nur noch weiter weg. Ja. Wir sind gerade hier in Dortmund angekommen.
Und die Kinder sind gerade ausgeschieden, sind zu Oma und Opa. Ich guck mit. Die freuen sich so sehr, wie sehr die Luisa sich gefreut hat, ne? Ja. Opa, sagt sie. Ja, und für uns geht es jetzt um Action. Dann wisst ihr Bescheid, morgen gibt es schon wieder ein Action-Haul für euch. Groß einkaufen werden wir bestimmt nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir euch auch mal den Action hier in Dortmund zeigen, ne? Wie heißt das da? Weil es gibt ja verschiedene Action hier. Gibt es da drei, ne? Carlitos? Ja, wie heißt es da? Das ist hier in Dörn oder was? Dörn und? Die Ecke hier. Okay. Ich filme das ja gleich vor Ort mit, auch so wie es von außen ausschaut. Waren da auch schon öfters. Und was wir uns erhoffen, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die heiße Schokolade da haben. Denn bei uns ist die ja schon seit Monaten ausverkauft. Ich bin gespannt. So, aber jetzt werde ich das nicht für euch mitfilmen. Das Video gibt es morgen. Und dann geht es gleich wieder weiter, wenn wir bei der Mutter sind. Denn von da aus geht es dann zum Chinesen. So, ihr Lieben, es geht wieder zu Schwiegereltern. Wir holen die Kinder ab und dann geht es zurück zum Chinesen. Wir waren beim Action. Video gibt es morgen, wie gesagt. Wir haben ein paar Sachen gekauft, aber eins muss ich euch sagen, es war unfassbar voll. Es war wirklich voll. Parkplatz drinnen, dritte Kasse musste geöffnet werden. Aber so an sich, wir haben noch ein Geschenk für Melina noch bekommen, ne? War richtig cool. Also, das habe ich noch nie bei uns im Action gesehen. Richtig gut. Ja. Nur leider nicht. Ach so, ja, eine Sache haben wir leider nicht bekommen. Aber gut, oder zwei Sachen wollten wir, ne? Aber das seht ihr alles morgen. Das glaube ich auch. So, ich glaube, die Kids, die stehen da schon mit Oma und Opa, ne? Dann werde ich mich wieder melden, wenn wir beim Chinesen sind, ne? Da läuft ja auch mal Musik. Stimmt. Ja. Ja, aber trotzdem darf man das nicht, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. So im Eingang, da darf man filmen. Da ist, glaube ich, keine Musik. Also bevor du, ne? Genau, da machen wir das doch so. Ja, wir gucken einfach mal spontan. So, und danach, oh mein Gott, ich treffe meine Freundin. Wir freuen uns total auf die Familie. Total. Total, total, total. Was wird auch immer voller hier? Hier ist auch immer voller. Also hier sind so viele Autos. Das macht ja echt keinen Spaß, ne? Nee. So, ihr Lieben, wir sind jetzt gerade hier oben angekommen. Hier schaut es so aus. Tja, nur du stehst da und ich. Komm, wir gehen schnell rein. Achso, die Fläche kann ich nehmen. Ach, guck mal, das haben sie aber neu. Nimm mal die Kamera um. Hier, ist neu. Wir haben sowas ähnliches für Melina gekauft, Schatz, für Weihnachten. Hast du gehört? Nur in Mini. Das ist im Auto. Komm, wir gehen dann mal rein. Komm. So, Garderobe. Und jetzt geht's zum Essen. Es läuft nämlich gleich hier Musik. Carlitos, bist du nah? Ja, ist mega dunkel. Hab gerade die Box abgegeben, wovon ich erzählt habe. Man erkennt gar nichts. Hallo, bei uns ist es ein neuer Tag. Gestern war ja viel los. Wir waren recht spät zu Hause. Wollte aber dieses Video nicht einfach so beenden. Deswegen dachte ich mir, komm, heute am nächsten Tag, Sonntag ist heute, ja, erzähle ich euch noch ein bisschen und beende dieses Video dann vernünftig. Also, es war richtig toll. Wir waren ja gestern beim Chinesen essen. Es war wirklich sehr, sehr lecker, wie auch die Male davor. Also, richtig toll, ne? All you can eat mit diesem Roboter, diesem Katzenroboter, was die Kids ja unfassbar gut finden. Es ist auch immer wieder witzig, weil manchmal findet der den Weg nicht und ja, die Kinder, die finden das dann witzig, ne? Oder wenn der Papa dann anfängt zu gucken, welcher ist denn jetzt mein Teller? Und weil man sich die Zahl oder die Zahl schon, die Buchstabe nicht gemerkt hat. Ja, das war schon sehr witzig. Und genau, der Opa hatte, also Carlitos Vater hatte ja Geburtstag gehabt. Der ist 64 geworden. Und
war sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Genau, danach habe ich noch meine Freundin getroffen, oder wir haben unsere Freunde getroffen, die haben auch 4 Kinder, das war unglaublich schön. Also ich freue mich immer wieder, diese Familie zu sehen, die sind einfach der Wahnsinn, wirklich. Und es war einfach schön, wirklich einfach schön. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, aufs Wiedersehen. Und genau, wir waren dann recht spät zu Hause. Die Kinder haben dann im Auto geschlafen. Ja, Dario, ich glaube, ihm war es so ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall im Restaurant, genau. Wurde dann auch irgendwann müde und konnte dann aber nicht richtig schlafen. Also da muss man gucken, nächstes Mal, wie man das am besser macht. Ja, vielleicht mit dem Kinderwagen, weil wir ja den Kinderwagen nicht mitgenommen haben. Also nächstes Mal würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen, weil da hätte der auch dann schön schlafen können. Genau, ja, also das war's. Es war richtig toll. Heute sind wir zu Hause. Meine Mom, die kommt gleich kurz vorbei. Ein kurzer Besuch. Carlitos und Gianno, die fahren jetzt zu der Bücherei. Genau, Gianno wollte sich ein paar neue Bücher aussuchen. Ich finde das ja klasse, dass er liest und dass er da auch Spaß dran hat und so ein bisschen mehr nach Papa kommt. Ich sage ja auch immer, Lesen ist total wichtig. Auch ich sollte ein bisschen mehr lesen, dann wäre auch die deutsche Sprache deutlich besser. Ich mache das auch schon mal, genau. Vor allem allein wegen den Kindern, ja. Also in den letzten Tagen war es wirklich jeden Abend ein Vorlesen. Und das tut einem gut, genau. Es tut einem sehr gut. Ja, wollte jetzt hier auch das Video beenden. Morgen um 10 Uhr gibt es mehr. Genau, wieder ein Action Haul. Ich hoffe, das ist euch nicht allzu viel. Aber ich war in letzter Zeit wirklich, da muss ich wirklich zugeben, das war ein bisschen übertrieben. Also ich habe ein bisschen, war zu viel beim Action. Und ja, morgen gibt es ein Action Haul. Und dann war es das erstmal für diese Woche. Dann wahrscheinlich nächste Woche, weiß ich gar nicht. Bin ich da nächste Woche? Vielleicht schon. Also Carlos hat zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub, kann mir gut vorstellen, dass wir da mal vorbeigucken. Aber sonst, ja, denke ich, das war jetzt ein bisschen viel in den letzten Tagen. Ja, morgen aber ein bisschen was anders. Also, was heißt ein bisschen was anders? Morgen halt in Dortmund, ne? Genau, also, die hatten sehr, sehr viel Kinderspielzeug. Das war echt erstaunlich. Also, war schon ein bisschen anders wie bei uns. Richtig cool, genau, und sehr aufgeräumt und sauber und alles hatte Ordnung und die Wege, die waren breiter, ne? So, ihr Lieben, jetzt aber. Ja, wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns morgen. Bis morgen, tschüss!